Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstiffer natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat sich mal so richtig blamiert. 0:4 gegen Rapid. Ganz, ganz schwache Partie. Rapid auch nicht überragend, aber hat locker gereicht, um uns wegzuschießen. Und ja, spätestens jetzt ist schon klar, es müssen sich einfach im Sommer einige Dinge ändern, weil so mit diesem Weitergewurstel geht es nicht, auf jeden Fall. Gehen wir das Spiel mal kurz durch. 20 Minuten passiert gar nichts. Dann fällt aus dem Nichts durch einen individuellen Fehler von uns eigentlich das 0:1 aus Sturmsicht. Siebenhandel will das Spiel schnell machen, wirft den Ball nach vor. Thorsten Schick bekommt ihn auf den Kopf. Der Ex-Black hier an der Stelle leitet den Ball weiter zur Rase. Der zieht allein aufs Tor. Siebenhandel eilt etwas überfrüht aus seinem Kasten raus. Und ja, das Timing stimmt halt nicht ganz und der Rase haut ihn rein, 1:0 für Rapid. Dann wenig später eine Ecke für die Hütteldorfer, zunächst gab es schon eine Chance für Rapid. Und eben nach dieser Ecke wieder Arase, der den Ball vor die Füße bekommt und dann steht es auch schon 2:0 für die Hütteldorfer. Damit, ja, ging das Spiel schon in eine gewisse Richtung. Man muss sagen, zu dem Zeitpunkt Rapid finde ich persönlich nicht besser als wir, aber trotzdem, ja, das übliche schwache Offensiv- und ideenlose Offensivspiel bei den Blackies, das sich leider auch über die gesamte Spielzeit schon durchzieht. Und ja, es gab aus meiner Sicht, zumindest hätte ich jetzt keine Chance im Kopf, keine vernünftige Torschuss von Sturm im ersten Durchgang. Und ja, somit ging es eben mit dem 0:2 auch in die Kabine. Na, zur Pause dann ein Wechsel für Trummer, kam Husbeck, taktisch gesehen verständlich, dass man die Offensive beleben wollte. Trummer ansonsten mit einer, finde ich, noch ganz, halb, doch ganz ordentlichen Leistung bis dahin. Lustig wurde es dann übrigens in Minute 60, was die Wechsel betraf. Bis dahin ging sowieso von beiden Seiten zunächst gar nicht mal so viel. Zwei Chancen gab es dann aber zunächst noch. Aber ja, man hatte auf jeden Fall einen ganz, ganz lustigen Dreiertausch. Aber okay, zunächst die zwei Möglichkeiten. Kitagawa, der eingewechselt wurde für Arase bei den Hütteldorfern, etwas überraschend. Der eine Möglichkeit hatte, scheitert an Siebenhandel. Der Nachschuss von Gnasmüller, glaube ich, geht dann übers leere Tor drüber. Im ersten Durchgang hatten die Rapidler auch so eine ähnliche Chance. Die haben ja, wenn sie vom Tor waren, wirklich dicke Möglichkeiten gehabt, die sie auch wirklich sehr, sehr billig versemmelt haben. Also es hätte ja auch schon zur Pause 0:3 stehen können. Und ja, von Sturm gab es dann auch eine Möglichkeit, die eigentlich gut war. Despotov, der bekommt den Ball, hat sehr viel Platz, zieht aufs Tor und dann kommt bei Rapid der junge Kreimel und grätscht den nochmal ab und ja, verhindert eben den möglichen Anschlusstreffer für Sturm. Das war aus meiner Sicht einer der Knackpunkte, der richtige Knackpunkt war in Minute 60, aber ja, die Möglichkeit hat man vergeben und es war eigentlich auch die beste Chance im ganzen Spiel, so im Nachhinein betrachtet, würde ich jetzt mal sagen, für Sturm. Eben dann 60. Minute, Dreierwechsel bei den Blackies und das war eine ganz lustige Sache. Moment, da muss ich noch ganz kurz hier nachschauen. Denn das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Man wechselte eigentlich ja, drei Spieler aus, klar. Zwei davon offensiv, ein defensiver. Und dafür drei neue Reihen, von denen zwei eigentlich eher defensiv orientiert sind, würde ich mal behaupten, und ein Offensiver dabei war. Es kam nämlich Friesenbichler für Dominguez, das verständlich. Für Röcher, der okay keine gute Partie gemacht hatte und sowieso auf verlorenen Posten stand, so ganz allein vorne als Solospitze. Für ihn kam Christoph Leitgeb und da mal ganz kurz eingehakt. Verstehe ich einfach nicht, warum Leitgeb noch immer Spielzeit bekommt. Ohne dass ich gegen den Christoph Leitgeb was habe, aber er hat in der gesamten Saison noch nicht ein einziges Mal wirklich seine Leistung gebracht. Er ist halt ein Sinnbild dafür zur Zeit, was halt auch irgendwo falsch läuft. Hat sich übrigens auch nicht rentiert, wirklich der Wechsel an der Stelle. Und ja, auch Despotov wurde rausgenommen, für ihn kam Jäger. Dass man Despotov auswechselt, okay, da kann man drüber diskutieren. Der hatte gelb gesehen, der hatte nicht seinen besten Tag und war obendrein, glaube ich, schon gelb-rot, bisschen gefährdet. Der hat schon viel herumgemeckert da beim Linienrichter. Ja, auch eine Schwalbe hat es da schon gegeben. Also ein bisschen, ja, Despotov, es war nicht sein Tag. Und für ihn kam dann Jäger, also mit Jäger auch noch ein, ja, eigentlich ein Defensivmann und da war es ja dann eigentlich vorbei. Also taktisch, also von der Personalie ein Armutszeugnis, muss man sagen. Da fragt man sich natürlich, wo der ein oder andere Jungblecki da auf der Bank ist. Denn im Grunde hätte man dann zumindest ein bisschen mehr Optionen offensiv gehabt. Also
Wie gesagt, ich verstehe die drei Wechsel in dieser Konstellation nicht so wirklich. Es hat auch nicht wirklich was gebracht. Der einzige für mich, der dann doch ab und an ein bisschen gefährlicher war, war Husbeck. Der hat zumindest auch öfters probiert, aber es kam generell, egal wer geschossen hat, immer nur Roller zustande. Also kaum ein wirklich gefährlicher Schuss. Und ja, in der Schlussphase hat man dann auch nochmal den Deckel drauf bekommen. In Minute 70 war es, glaube ich, das 0:3 durch einen Elfmeter. Zunächst Spenglofer, der, ich glaube, vor dem 16er knapp den Zweikampf verloren hat. Der Ball kommt dann in die Mitte und der Funtas wird von Siebenhandel umgeschnitten. Über den Elfer, ja, er hat ihn schon erwischt, man kann ihn geben, wir hätten ihn, glaube ich, nicht bekommen an der Stelle, aber ja, der Elfer selber dann von Schwab, unhaltbar, keine Chance für Siebenhandel, 0:3, damit war die Sache dann auch erledigt und ja, man hatte dann auch beim vierten Tor Pech, weil es abseits war, der eingewechselte Demir über links, spielt den Ball in die Mitte, Funtas völlig frei, locker reingeschoben, 4:0. Da war die Sache dann sowieso schon entschieden. Wie gesagt, war abseits, ist jetzt Pech, aber dem Schiri kann man wirklich keine Schuld im Endeffekt an dieser Niederlage geben. Da sind wir schon selber dran schuld. Und ja, Kitagawa hatte dann noch eine Möglichkeit zum 5-0. Der hat sowieso zwei, drei gute Chancen ausgelassen. Und ja, am Ende blieb es eben beim 0:4, was ja sowieso schon gereicht hat. Also Sturm blamiert sich ordentlich und eins muss man schon auch sagen, so geht es definitiv nicht weiter. Also von Europa sollte man sich jetzt spätestens verabschieden in Wirklichkeit. Anscheinend hat die Mannschaft einfach doch nicht die Qualität, ob es jetzt spielerisch oder mental ist. Natürlich auch diese ganzen, ja, diese ganze taktische Ausrichtung, die sowieso jetzt nicht gerade Freude beim Zuschauen macht, und es spielt halt alles zusammen. Also irgendwo, glaube ich, im Sommer wird es mal wieder einen Neustart geben, ein richtiger Umbruch wird vonnöten sein und ja, am besten erstmal jetzt nicht von Europa fantasieren, erstmal schauen, dass man sich darauf konzentriert, eine Mannschaft aufzubauen mit möglichst vielen jungen Eigenbauspielern, um auch die Identität wenigstens wieder ein bisschen da, ja, ein bisschen herauszustechen. Und ja, ich glaube, in dieser Saison kann man sich nur mehr positiv überraschen lassen, an der Stelle. Aber gut, bevor wir das Video beenden, schreibt ihr mir bitte natürlich wieder wie immer in die Kommentare, was ihr zu dieser Partie sagt. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei den Lens TV. In diesem Sinne, euer Elias, auch wenn es weh tut, nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwarzen. Und bis dann. Ciao, ciao.